Amira Poche, 31, lässt im aktuellen Podcast Liebesleben erneut Olli, 45, thematisieren, obwohl sie eigentlich nicht mehr darauf eingehen wollte. In ihren Worten entfaltet sich eine Generalabrechnung mit dem Vater ihrer beiden Söhne. Trotz ihrer Betonung, für eine neue Liebe bereit zu sein, hat sich ihr Ex-Partner entschlossen, sie und ihren angeblichen Schwarm Bianca Tilatu, 39, öffentlich zu kritisieren. Die gebürtige Österreicherin empfindet jedoch keinerlei Liebe mehr für Olli, und in einem Gespräch mit ihrem älteren Bruder Ibrahim Hema Ali, 33, betont die 31-Jährige, dass sie sich emotional bereits seit einem Jahr von ihm getrennt fühlt. Ihrer Ansicht nach ist sie in dieser Hinsicht weiter fortgeschritten als der Comedian. Amira enthüllt dann, was ihr in der Beziehung zuletzt gefehlt hat. In Richtung ihres Ehemanns stichelnd, erklärt sie, dass es wichtig wäre, zuzuhören und auf die eigenen Gefühle zu achten. Offenbar hat sie sich in letzter Zeit von ihrem Partner oft im Stich gelassen gefühlt und fügt hinzu, man müsste vielleicht über seine Gefühle nachdenken, reflektieren und darüber sprechen und nicht immer davonrennen. Die Zweifachmama erinnert sich auch an die herausfordernde Zeit mit zwei Kleinkindern, in der sie keinerlei Unterstützung von Olli erhielt. Die Nächte waren eine Katastrophe. Das hat mir den Schlaf geraubt. Ich stand da alleine, stellt sie klar. Dies gewährte Einblicke in eine Partnerschaft, die tiefgreifende Probleme erahnen lässt. Seit der Trennung hat sich Amiras Leben erheblich verändert. Im Gegensatz zu früher hat sie mittlerweile keine Probleme mehr mit dem Alleinsein. Sie erklärt vielsagend, ich war schon lange immer alleine abends. Ich habe mich viel zurückgezogen. Dies kann als weiterer Seitenhieb gegen Olli interpretiert werden, der sicherlich nicht lange unbeantwortet bleiben wird. Die Botschaft, die die 31-Jährige zu vermitteln versucht, scheint jedoch klar zu sein, statt seinen Rachefeldzug fortzusetzen, sollte sich der Entertainer seinen eigenen Gefühlen stellen.